Von den Kälbern sind relativ viel entdeckt. Wir können wundern, dass immer so viele Wildtiere sind, meistens einzelne oder teilweise. Aber hier ist die Kälbchen noch drin. Aber da sind nur gerade ein paar Wolken. Also. Das ist das Horizont leuchten sehen, nicht den Lichtbogen vom Untergang. Okay. Da hinten ist er sogar relativ hügelig. Siehst du sie? Thank you.
Wie ist das jetzt? 18, 20? 25. Mhm. Also 10 Minuten noch oder so. Ja, also gestern gegen 19 Uhr war es schon auch dunkel. Ja, wir sind ein paar Kilometer westlich. Abgesehen von den Straßenlaternen und Hausbeleuchtung und so. Was dumm. Ja, das ist der Vorteil ja bei dir da, dass du da immerhin in den Park da reinguckst und nicht so ein Haus vor dir hast, was gerade erleuchtet ist. Ja, auf der Rückseite ist anders. Der ewig beleuchtete Weg. Warum war nachts die Lampe drin? Ja, und oben da drüben ist Gülpe. Das könnte da drüben schon sein, ne? Moment, ich guck mal. Das ist dann wieder ein Vorteil. Die dünnen Zweige, die sich da unten, wo sie da drauf sitzen, wie die Orgel pfeifen. Thank you.
Wir sind jetzt weiter links. Ich sehe sie schon. Kannst du den Rucksack mitbringen? Micha? Sonst, ich muss nämlich hier das, kannst du den Rucksack mitbringen? Danke. Station mit orthopädischer Bedeutung, ja. Wie das möglich ist, so für Lerchen zum Rasen zu haben. Oh.